Roy Ernst Gehmacher, Sozialwissenschaftler, 93 Jahre alt in diesem Jahr. Und besonders engagiert eben auch in der Glücksforschung. Wie können wir Menschen glücklich werden und einander glücklich machen? Ursprünglich komme ich ja, bin ein Agraringenieur und komme noch aus der biologischen und landwirtschaftlichen Forschung und habe sehr viel mit Tieren auch zu tun gehabt. Und da lernt man schon, wie wichtig es ist, also auch Tiere glücklich zu machen, damit sie gedeihen. Und dann bin ich eben Journalist geworden und Sozialforscher, habe die vielfach und auch vielfach in der Politik beraten, wo es ja auch darum geht, als oberstes Ziel Menschen glücklich zu machen. Und da gibt es die moderne, neuere Glücksforschung. Da geht es aber auch um die Praxis. Wie bringt man Menschen dazu, selbstständig glücklich zu werden? Das hat mich dann immer stärker fasziniert und ich habe dann in der Richtung stärker geschrieben, Bücher und publiziert und das bis heute. Mein letztes Buch ist da Wege zum Glück. Und es wäre ungemein wichtig in der modernen Gesellschaft, wo man zwar viel reicher ist und viel mehr technische Möglichkeiten hat, aber nicht unbedingt immer glücklicher wird. Ja, das ist sozusagen durchaus eine Lebensberufung. Und da ist mir klar geworden, dass das Wichtigste ist, unmittelbar selber glücklich werden zu können, also eine eigene Selbstbestimmung, Selbststeuerung zu lernen, wie man gut lebt. Und da ist Fit Friends Fun die große Formel, die auch im Großen bedeutet, also umfasst dann auch die weiten Bereiche der Ökologie und der Medizin im Gesundheitsbereich, aber vor allem auch an der eigenen Aktivierung und im Sozialen ganz, ganz wichtig, dass also das Vertrauensverhältnis mit Menschen, einzelnen, nahestehenden, aber auch mit großen Menschenkreisen, also Freunde und Fan, das ganz wichtige Gebot, immer etwas zu tun, das einen auch Spaß macht, das Freude macht und also alle Tätigkeit und Arbeit auch auf diesen Gesichtspunkt hin auszurichten und das nicht mehr irgendwie glauben, dass man das also mit teurem ja, Geld und viel Geld und mit teuren Mitteln, mit Suchtmitteln erkaufen muss. Diese Glücksforschung richtet sich auch gegen die Suchtmittel, die also mit schädlichen Eingriffen und Genussmitteln versuchen, Glück zu erreichen und nachher umso unglücklicher machen. Und in unserer modernen Gesellschaft, die so viel kann und so viel hat wie keine andere zuvor, ist es umso wichtiger, dass die Menschen selber lernen, ihre eigenen Glücksgefühle anzustreben und bewusst zu verfolgen. Mit ganz einfachen Mitteln. Man kann natürlich dann auch alles Mögliche dazu heranziehen, aber es sollte einem klar sein, man sollte verstehen lernen, wo man wirklich Glück erlebt. Eben in Beziehungen, einfach im Spaß haben und Freude haben, auch im Alltag und der Bewahrung der Gesundheit und sogar dafür etwas zu tun, um fit, was eigentlich der Höhepunkt von Gesundheit ist, zu bleiben. Hinsichtlich auf die heutige Gesellschaft, die jetzige, momentane, wie
siehst du das mit der... Die ist in einem ganz gewaltigen Umbruch, also in einer Zeitenwende, denn noch nie haben wir so viel wissenschaftliches Know-how gehabt und hat uns Medizin und Wissenschaft so viel gebracht wie heute. Die Menschen, die Kinder sterben nicht mehr, die Kindersterblichkeit, die Krankheiten und Seuchen sind weitgehend beherrschbar, sage ich, noch nicht beherrscht, aber beherrschbar. Und die Menschen werden immer älter mit Hilfe der modernen Medizin und medizinischen Gesundheitswissens. Also in Bezug auf Fit haben wir ungern viel erreicht, was aber gleichzeitig bedeutet und gleichzeitig ein technisches Niveau, das wie es vorher noch nie gegeben hat. Und damit wächst die Welt zusammen, was aber immer wieder neue Spannungen. Wir sind eine Weltgesellschaft und es ist nicht mehr gleichgültig, was in Afrika und in Asien passiert, wie wir aber immer mehr erfahren. Und es ist nicht mehr gleichgültig, wie gesund wir leben, denn es bedeutet gleichzeitig auch ein ungesundes Leben. Und die Gesundheit ist auch bedroht von Abgasen und allen möglichen Stoffen, die wir selber erzeugen, von Klimaerwärmung. Und das ist alles in einem riesigen Kreislauf. Wir sehen die Massenwanderungen heute mit den neuen Verkehrsmitteln, kommen eigentlich daher, dass es immer mehr Menschen gibt in Afrika und in Südasien, die heute sich vermehren, aber gleichzeitig also dort keine Existenzgrundlage haben. Also wir haben in einer gigantischen Zeitenwende, wo es sehr, sehr darauf ankäme, dass man lernen, gemeinsam und zwar in der ganzen Welt, diese Grundsätze zu pflegen. Und dazu gehört immer auch die grundlegende Ausrichtung, die alle Religionen immer versucht haben, immer und versuchen, immer mit Versprechungen von Himmel und Hölle und um Jenseits zu erzielen, auch einfach klar zu machen, dass wir das hier und jetzt, heute und unter uns, mit uns lernen können. Wir können glücklich sein und gesund sein, dass wir nicht uns gegenseitig in einer Suchtgesellschaft zerstören. Das wird immer klarer und solche Bewegungen gibt es immer stärker. Und dabei wäre es ganz, ganz wichtig, dass Menschen lernen, glücklich, sich selber glücklich zu machen, in ihrem Leben mit ihrer Lebensgestaltung und Ausrichtung. Also ich sehe es eher positiv, wenn wir ziemlich rasch diese Wahrheiten, die ja ganz einfach sind, dass wir uns selber glücklich machen müssen, sich ausbreiten und dass auch so ganz einfache Formen, wie wir sie hier da probieren, also einfach eine Grundlage sind. Und ich glaube, dass ich da durchaus also eine weltweite neue Erkenntnis auch ausbreitet, weniger dramatisch und in Medien bemerkbar als die großen Bedrohungen. Denn sonst schaut es schlimm aus, wenn wir weiter vorsteuern auf einen nächsten großen Todesreigen in einem Weltkrieg mit Atomwaffen und allen den chemischen Mitteln, die wir haben. Siehst du das als eine akute Gefahr oder potenziell möglich, dass wir uns wieder einer sehr großen Krisensituation annähern? Ja, sehe ich schon. Es ist doch
Ja, es gibt doch, ich meine, immer, ich glaube schon, dass da immer stärker bewusst wird, dass es nicht mehr darauf ankommt, andere zu besiegen, auszurauben, zu Sklaven zu machen. Wir haben ja eine die ganze Geschichte der Zivilisation in einer ungleichen Gesellschaft, wo einige versucht haben, durch Ausdrücken von großen materiellen Prunk und Pracht sich selber zu überhöhen und damit dieses Glück zu empfinden und dabei die anderen Menschen zu Sklaven und zu Abhängigen zu machen, eben in all den früheren Gesellschaften ganz noch viel deutlicher, eben als Sklavengesellschaften und als Abhängigkeitsgesellschaften. Da ist ja ein ungeheurer Fortschritt in unserer Zeit gegeben und er wird, ist auch noch weiterhin da. Ich sehe schon eine Chance, dass wir mit solchen Lebensmustern der eigenen Glücksfindung ohne solche immer weniger glaubwürdige Fantasien von Belohnung und Bestrafung besser das erreichen, dass sich die ausbreiten. Ja, ich habe schon, es ist eine gefährliche Phase unserer Zeit, weil noch immer die alten Muster noch immer noch stehen, noch eben immer die Frage ist, wie weit einzelne Einheiten, kleinere und größere, miteinander kämpfen müssen. Aber immerhin, es hat sich Demokratie und geordnete Geldwirtschaft hat da viel hereingebracht, aber sie müsste also verbessert werden, durch das die Menschen, durch deine Menschenbildung, die dazu führt, dass die Leute lernen, innerhalb dieser Bereiche einander ja, eben zu lieben, zu achten, was immer alle Religionen irgendwo auch gepredigt haben, aber gleichzeitig sich selber ja, nicht nur zu mäßigen, sondern glücklich zu werden. Die Glücksforschung ist da ungeheuer bedeutend, denn wir verlangen nicht unglücklich sein. Menschen, die das lernen, die selber, also fit, friends, fun betreiben, die sind glücklicher als die Leute, die unbedingt noch mehr und noch mehr erreichen wollen oder die in ihrer Wut und Empörung dann ihre ja, wie sagen, Unterdrücker umbringen oder in eine Revolution stürzen. Also das ist sehr eindeutig zu sehen. Und ich möchte hinzufügen, dass ich mit meinem Alter gerade auch noch das Alter genieße und auch das lehre den alten Menschen, das Alter zu genießen. Das heißt, es ist also wohl Zeichen, dass man so leben kann und ein sehr gutes, interessantes Leben führen kann. Einfach ohne die unbedingt die zu den Reichsten und Mächtigsten zu gehören. Was wäre der richtige Weg? Ja, eine globale, eine Politik der stärkeren Globalisierung, so wie jetzt schon, dass wir eben aber gleichzeitig der Stärkung auf jeder Ebene, also man könnte sagen, Stärkung der kleinen Gemeinden und Gemeinschaften über die Nationalstaaten zu den großen Einheiten wie Europa oder Ostasien bis hin zur Menschheitsordnung, zu allgemeinen. Das wäre dann, und das deutet sich in vielen Bereichen ja an. Wir haben ja in vielen Bereichen unseres Wissens, da ist es so weit, dass es menschheitsweit ist. Also die Wissenschaft ist über die ganze Menschheit verbreitet.
da wird nicht mehr einander abgesperrt, nur in sehr geringem Maße einander oder so etwas und auch in der Produktion und den Gütern. Ja, ich glaube, dass man eine glücklich lebende, intelligente Menschheit sehr wohl zustande bringen könnte und sogar relativ rasch. Wir sind schon sehr weit, wenn man so das betrachtet. Aber es würde sicher noch einige Generationen bedürfen, bis es wirklich ein solches Ideal einer Menschheit auf der Erde dasteht. Und Probleme gibt es immer noch genug dann. Klimawandel und neu auftretenden Krankheiten bis hin zu Meteoriteneinschlägen oder was immer. Oder die Natur bleibt noch immer eine gewaltige Macht. Das ist zur Überhaltung, sagen wir, junge und alte. Ja, ihr Kaffeelatte. Brauchst du einen Zucker dazu, extra? Machst du ein bisschen Zucker? Ja, ein bisschen Zucker dazu. Dann hol ich einen Zuckerstreuer. Moment. Ja, die Politik ist nicht gefährlich, weil sie die Konflikte stärkt. Dieser Grundmechanismus dessen, was wir Politik nennen, ist eben, dass man irgendwelche Angstmechanismen und dann Kampfmechanismen auslöst, dass Angst. Und Angst ist eigentlich ein Grundgefühl, biologisch angelegt, um sich zu schützen gegen Gefahren der Natur, das ungeheures Potenzial hat und mit dem man eben, dass man mehr, mit dem man am meisten erreichen kann. Weil Angst und Wut sind eng verbunden. Angst, Wut, das ist eben, diese Aggression liegt im menschlichen Natur und die Angst liegt in der menschlichen Natur. Ja, da gibt es eben Erziehungsprozesse und dass immer angstfreiere Menschen entstehen oder eng verbunden mit den Schlagworten Fit, Friends and Fun. Also wenn du glücklich eingebettet bist und in ein selbsterfülltes Leben, dass du selber steuerst, dann ist die Angst, das Angstgefühl wesentlich geringer und lernst du mit der Angst umgehen. Ja, das wäre. Aber sonst ist das der Angstmechanismus, der dann die Politik oder Ideologien das beherrscht. Wie bist du, da du ja jung warst, im Zweiten Weltkrieg und auch Soldat warst, wie bist du in der Zeit damit umgegangen? In dieser Epoche der also nationalsozialistischen oder faschistischen Diktatur und des Krieges bin ich sehr stark in die Vereinzelung gedrängt worden. Aber habe dabei gelernt, eben spirituelle Techniken, habe mich auch interessiert sehr stark dafür, für asiatische Spiritualismus. Und habe sehr weit gebracht, um mal kurz zu sagen, also zum Beispiel jetzt einmal rein körperlich, ich konnte bis zu, wie im Winter, bis zu 15 Grad minus konnte ich barfuß gehen, barfuß Spaziergänge machen, weil ich einfach meinen Körper so beherrscht habe. Man kann das. Also das ist und dann bin ich von, und ich habe da nur Technik, wie ich der deutschen Wehrmacht, ich habe nirgends mitgemacht, habe immerhin Techniken entwickelt oder Taktiken, um nicht mitmachen zu müssen. Weil ich ja den ganzen Betrieb, vielleicht typisch ist dann das Slogan, dass ich, man musste immer die Hand ausstrecken in die Höhe und Heil Hitler schreien. Und dann habe ich diesen Hitler als verachtet schon damals, wenn man so viel von ihm gesehen hat, hat man nur gesehen, dass das was für
was für ein Wahnsinniger das ist. Und dann habe ich immer, da ich nichts zu schreiben hätte, mich sofort irgendwo in irgendeine Lagerbehandlung, die dann weitergeht, gebracht. Dann habe ich immer geschrieben, 3 Liter, 3 Liter, 3 Liter. Das war ununterscheidbar von Heil-Hitler. Und ich musste nicht diesen Kasperl heil schreien. Das waren mir also zum Beispiel nur so kleine Tricks, die aber doch sehr wichtig sind, weil sie einen davor bewahren, dass man einfach schon einfach durch dieses Schreien, durch dieses Ausdruck, sich persönlich verzerrt wird. Nicht? Und ich bin dann, und dann habe ich ja immer mich ja als krank erklärt, herzkrank habe ich damals noch geheißen zuerst, und habe nirgends mitgemacht. Aber es gab auch sonst andere Tricks gegeben. Zum Beispiel, man musste, um auf die höhere Schule weiterzugehen, eine Bestätigung der Hitlerjugend bringen, dass man dort regelmäßig teilnimmt. Und da bin ich dann zur Motor HJ gegangen, und die froh waren, wenn man nicht hingekommen ist, weil dann die anderen ihr mehr das bisschen Benzin, es war schon ein bisschen knapp, das Benzin im Krieg, das sie bekommen haben, dann konnten sie ein bisschen mehr mit ihren Motorrädern herumbrummen und haben mir die Bestätigung gegeben, obwohl ich das ganze Jahr nie dort war. Also so habe ich mir das Leben erleichtert. Und aus der deutschen Wehrmacht bin ich dann als Wehr untauglich entlassen worden, wegen Epilepsie. Ich habe ebenfalls eine solche Yogi-Technik entwickelt, dass ich echt, zum Schluss, echt ohnmächtig umfallen konnte. Medizinisch Hyperventilation ist also ein Ausdruck dafür, mit gewissen Einübungen noch und geistig. Und ich konnte also ohnmächtig umfallen, und das war also für einen deutschen Soldaten der Wehrmacht dann doch untragbar. Schon gar nicht ein Maschinengewehr da wo. Und so bin ich so im letzten Krieg sehr entlassen worden. Du warst dann in einer Klinik, haben sie dich eingewiesen, oder? Ja, das war so. Dann zum Schluss dann. Ich habe das schon vorher, die Angst habe ich vorher, das war dann, wie sie mich entlassen haben mit den Umfallen, da bin ich in die Klinik eingewiesen worden. Da sind sie mir erst auf diese Epilepsie-Idee gekommen. Und zuerst bin ich einfach immer ohnmächtig umgefallen, und die haben mich aber in der Kaserne noch sitzen lassen und habe nur einen Gang waschen müssen. Das war etwas, da gibt es ja auch schöne Anekdoten. Ich war in einer böhmisch-mährischen Stadt, Kremsir, und da mussten wir nur Gang waschen. Das war dann für die nicht am Dienst. Ich habe die ganze Zeit nicht am Dienst teilgenommen, weil ich immer umgefallen bin. Ja, bis sie mich dann versetzt haben in eine Ortskompanie, und dann zum Schluss dann bin ich immer umgefallen, haben wir dann eigentlich erst dann schon, wie sie mich an die Front schicken wollten, bin ich dann da in Wien und war dann in den Rosenhügel, bin ich also dann auf die Psychiatrie gekommen. Und dort habe ich dann genau beobachtet, die Epileptiker, und ich konnte das dann gut nachahmen damit. Habe aber genau aufgepasst, ob was für Pflege gerade war, ob der sticht mit der Nadel oder welcher Arzt das war. Und das war ein Arzt, ein jüngerer, wahrscheinlich ebenfalls widerständischer, der mich dann als Epileptiker geschrieben hat. Und sich ein bisschen noch gewundert hat, wie ich die Matura gemacht habe und trotzdem so blöde Antworten. Und dann habe ich eben so Entlassung, habe ich den Schein gehabt, entlassen. Und das aber dann war ich trotzdem frech, war ich weiterhin. Ja, dann bin ich entlassen geworden, da ist die Wehrmacht. Als wehruntauglich. Und dann habe ich mir, das war dann gerade schon der beginnende Winter, dann habe ich meine Ski gepackt und bin am Ratschetter Tauern hinaufgefahren. Da ist nur ein Bus hinaufgegangen, um eine Skiwoche zu machen. Und
und bin in das Hotel dort und habe schon Zimmer gehabt und ausgepackt noch nicht und einen Rucksack gehabt und gehe dann unten noch um was zu trinken und sitzen da eine Gruppe von SS-Lern in der, ja, in der Bar und prosten mir zu und sagen, sag mal du, junger Bursch, wieso bist du nicht an der Front? Habe ich gesagt, Ruhe, Ruhe, ich bin hier im Auftrag des Führerhauptquartiers und auf einer Mission, die waren alle betrunken und haben mich dann zugeprostet und zugetrunken, bravo, etwas. Und dann bin ich zurück, habe meinen Rucksack in die Ski gepackt und bin der Nacht noch auf die Hütte hinaufgegangen. Ich wollte sie nicht nüchtern noch in der Früh erleben. Da war ich vorsichtig genug. Und, also ich habe also mich da in einer verrückten Welt. Thank you.